So, da sind wir zurück bei Game Dev Tycoon. Also, meine Jungs sind noch im Urlaub, die kommen aber so langsam jetzt alle wieder. So, Colin ist da, Jane ist da. So, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist das jetzt schon sinnvoll auf eine neue Engine zu gehen. Ich guck gerade mal. Synchronsprecher. So, wir machen dann Surround Sound auf jeden Fall rein. Wir machen Synchronsprechers mit rein. Moralische Entscheidungen mit rein. Und natürlich nehmen wir die 3D-Grafik V5. So, das ist dann die KNX Engine. Das müsste schon die V6 dann sein. Kostet mich 3,4 Millionen. Ja. Da klatschen wir jetzt einfach mal so ziemlich alles rein, was wir da haben. Jo, gib ihm. Sollte auch nicht so lange dauern. Man sieht es ja, ich habe genug. Gibt schon mal wieder ordentlich Forschungspunkte. Meine Fresse. Das ist, ja, würde ich sagen, lohnt sich, ne? So, meine V6 ist jetzt verfügbar. Da kann ich nur forschen, trainieren. Forsch doch mal. So, wie sieht denn das aus? Soundtrack, stereoskopisch, realistisches Wetter, Minispiele, kooperative Spielen. Ich werde erstmal eine Auftragsarbeit machen. So, hau rein. Jetzt habe ich so viele Leute, jetzt ist das sowas von unerheblich. Großer Messestand, ne? Hau rein. Jo, 153.000 aufs Konto. So, dann kommt die nächste Auftragsarbeit. Das wird echt eine Herausforderung. Schauen wir mal. Boah, das wird knapp. Ich glaube auch nicht, dass das klappen wird. So, es könnte sein, dass das heute. Ah, wir müssen wieder top. Ah, klar, wir sind. Das müsste wieder die Top 1 bedeuten. Ja, bester des Jahres. Na, wir sind natürlich massiv, ne, was das angeht. Ah, das wird knapp. Sehr enttäuschend. Komm. So, das waren die 31.000. Ja, auch das müssten wir schaffen. Das ist gerade extremst wichtig. Was ich mich die ganze Zeit frage, wieso haben eigentlich meine Jungs auf der Seite, auf der oberen Hälfte, haben hier ein Tablet liegen. Das haben die unten auch. Aber die haben alle eine Kaffeetasse und die hier unten haben alle einen Notizblock. Das sind unten keine Kaffeetrinker. Es wundert mich, dass mein Milbury kein Kaffeetrinker ist. Ich bin doch auch so ein Kaffeetrinker. So. Ich mache das jetzt bewusst. Ich werde natürlich eine V7 gleich hinterherhauen. Das klingt jetzt blöde, aber ich mache es tatsächlich.
Ja, das müssten wir auch noch knacken können. So, hier. Zack, fertig. Ich brauche halt nur meine... Oh, keine Auftrag... keine Auftrage. Gucken, wir werden mal einen Publisher machen. Was wollt ihr denn haben? Ihr wollt ein Rennsport-Rollenspiel. Ey, Rennsport und Rollenspiel, das ist wie... Ich meine, ich guck mal, aber... Ey, Leute. Rennsport und Rollenspiel, das ist wie... Weiß ich nicht. Irgendein Thema Action. Das letzte war eine Sportsimulation. Irgendein Thema Action. Auf der Dings. Im Prinzip bräuchte ich es ja nicht. Aliens, irgendein Genre. Aliens ist nicht erforscht. Auf der Ouya. Für die Ouya bin ich allerdings, für die Ouya bin ich eigentlich, Forschung, neues Thema. Kann ich Aliens? Ich kann Aliens. Forschen. Dann kannst du auch direkt mal forschen, und zwar, Multigenre. Multigenre, realistisches Wetter, virtuelles Wirtschaftssystem, Minispiele, Online-Spiel, kooperatives Spielen, interaktive Erzählung, einfache Körpersprache, verbesserte Körpersprache, die werden wir direkt lernen. Und du kannst auch nochmal forschen. Ich bin nämlich gerade am gucken. Minispiele. Ich weiß nicht. Soundtrack ist eigentlich unwichtig, weil für die Themen, die ich sowieso mache. Also auf jeden Fall bräuchte ich ein realistisches Wetter. Das wäre nicht schlecht. Ein kooperatives Spielen ist auch nicht verkehrt. Und auf jeden Fall will ich diese Fähigkeitsbäume auf jeden Fall haben. So, komm. Klingelingelingeling. So, dann werden wir eine Publisher-Arbeit machen. Aliens, irgendein Genre. Aliens läuft wie immer gut mit... Was läuft auf der Ouya denn? Ja, Aliens und Casual, das geht gar nicht. Die Ouya ist wirklich nur gut für Casual eigentlich. Oder für Simulation. Aliens und Simulation, das funktioniert wieder mal gar nicht. Strategie läuft auf der Ouya. Aliens und RPG würde gut laufen. Ouya und RPG, das ist wie Kaltwasser und Warmwasser. Ja, da müssen wir wohl wieder mal, müssen wir einen Action-Titel draus machen. Ist aber auch kein Problem, dann machen wir einen Action-Titel draus, das machen wir für alle. Das Ding nennen wir jetzt ganz fixe Alien Invasion. Das ist die Plattform, kann ich da eigentlich noch was mit dazu nehmen? Wo läuft dann Action noch gut drauf? Das wird natürlich auch für die PlaySystem 5 entwickelt. Wie läuft das denn auf so einem? Nee, das läuft da drauf gar nicht. Läuft das da drauf? Na, da läuft das wohl auch nicht drauf. Da läuft es nicht drauf. Läuft das denn auf der... Ey! Hier, guck mal.
Wie Uya werde ich das machen. Ja, ja. P4S unterstützt keine großen Spiele. Oh. Kann sie nicht. Ja, Plattform entfernen. Ja. Na, dann nehmen wir doch das. So, dann nehmen wir die. Oh. Ist aber nicht gut. Jetzt muss ich natürlich gucken. Das ist die alte Engine. Das ist die neue Engine dann. Definitiv. Nee, das ist die V4. Das ist die V4. Dann ist das die V5. Ja, genau. Ja, nee, ich muss auf jeden Fall eine siebte dahinter knüppeln, dass sonst wird das hier absolut nichts. So, verbesserte Körpersprache. Blub. Ja. Das brauchen wir alles nicht. Moralische Entscheidungen brauchen wir in einem Action-Titel eigentlich auch nicht. Dann kommen aber fortgeschrittene Zwischensequenzen rein. So. Das müssen wir sowieso ein Stück runterdrehen hier. Ungefähr so. Engine. Kein Mehrspielermodus, den brauchen wir nicht. Eine Videowiedergabe, die können wir drin lassen. Die grundlegende Physik, der Mod-Support kommt raus. Erfolge, Charakterentwicklung. Das sieht soweit gut aus. Engine. Engine ist Tech. Ja, da ist sie auch am besten drin. Colin Dawson, das ist mein Designer. Gameplay. Gameplay ist da auch relativ wichtig. AI ist wichtig und Grafik ist wichtig. Und Grafik ist natürlich wieder, das ist 50-50. Ja, die Grafik, das würde ich mal so lassen. Und Sean, Story ist überwiegend Design. Ja, da hält er sich die Waage, ne? Er ist auf jeden Fall der bessere Tacker. Sie ist auf jeden Fall der bessere Tacker. Also von daher, werde ich das dann mal weglassen. Na. So, 60 Forschungspunkte. Es gibt keine starken Trends. Das interessiert mich aber auch nicht, wenn es da irgendwelche Trends oder nicht gibt. Hallo, ich bin Tom Mott von Senta. Ich habe gehört, dass Keeper Networks gerade an meinem Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spieleprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spieleentwicklung getroffen werden müssen und wie Unternehmen Schwerpunkte in einzelnen Entwicklungsbereichen setzen. Ihr neues Spiel ist ein Alien-Action-Spiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf Gameplay oder auf Story-Quest setzt? Danke für Ihre Zeit. In einem kürzlichen Interview mit Alta. Das lese ich nicht vor. Das ist ja... Mein Anwalt wird das regeln. Mhm. So, Entwicklungsphase 2. Ja, das kann man eigentlich so stehen lassen. Ja, bessere Dialoge. Dialogbaum. Hier, kommen Synchronsprecher rein. Bupp. Da müssen wir die Dialoge tatsächlich mit reinnehmen. So. Da kommen KI-Gefährten mit hinzu. Dann keine Ladebildschirme. Das kriege ich gar nicht hin.
Ja, dann kommt die dynamische Umgebung halt raus. Kommen auch Easter Eggs dazu. Vielleicht kann ich ja trotzdem weitermachen. Wir werden mal gucken. Dialog. Dann Dialoge. Dialoge muss ich dann schon wieder tatsächlich einen Tick anheben. Na. Ah. Künstliche Intelligenz. Ja, das lassen wir so. Meine Güte. Ja. Ich brauche auf jeden Fall jetzt auch die Forschungspunkte, damit ich meine Leute weiterentwickeln kann mit Design und so weiter, damit das ja nachher, ich will ja Richtung meine eigene Konsole gehen. Hier kommt ein Surround-Sound rein. Eine detaillierte Hintergrundgeschichte kommt da rein. Was macht Elsie? Elsie ist Grafik. Grafik wollte ich eigentlich einen Colin machen lassen. Spielwelt. Jetzt würde mich interessieren, wenn ich den da hinsetze und ihn da drauf setze, dann ist er total überlastet. Ich bin das auch. Aha. Warum ist sie das denn? Ach so, warum ist das Elsie denn nicht? Dann ist das Sean wahrscheinlich gar nicht. 103. Na gut. Na gut, dann darf Sean das ausnahmsweise heute mal machen. So. Ja, über eine halbe Million Fans. Das kann sich doch schon sehen lassen. So, Forschungspunkte technisch sieht das auch gut aus. Genau. Jetzt müssen wir erstmal Buchsen hier entfernen. Dün, 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 dün. Ja, Bugfixing ist natürlich wieder ganz wichtig, weil ohne Bugfixing. So, es geht noch ein bisschen was in die Tech rein. Ah ja, komm hier, großer Messestand. Ah ja, guck mal an, da haben wir schon wieder Bugs gefunden. Da kommt ein neuer Bug dazu, Bug gefixt. Knüppeln wir es doch mal raus. Klingeling, doppelter neuer Rekord. Yes, so, super. So, wie sieht das denn hier aus? Das sieht auch gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Ja, Spielewerk geht ein hoch. Grafik knapp, die 3D Engine 5 geht auch nach oben. Milberry geht nach oben. Der ist schon Level 9 jetzt. Boah, hinaus. Dynamische Welt. Aha. Super. Haben wir Urlaub? Haben wir Urlaub. Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel Alien Invasion erhalten. Klinge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 l
Electronic Mass Productions. Das Spiel hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. Das hätte mich auch stark gewundert, wenn nicht. So. Ich kann dann mal hier forschen. Was soll denn die dynamische Welt? Dynamische Welt. 100 Forschungspunkte für die dynamische Welt. Ja. Ja. Einfache Körpersprache. Fähigkeitsbäume. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Klingeling. So, irgendeiner müsste doch langsam hier aus dem Urlaub her. Ja, derzeit scheinen Casual-Spiele besonders angesagt zu sein. Ja, das ist auch gar kein Problem. So. Bevor ich das aber tue, werde ich wieder einmal zwischenspeichern und dann sage ich mal wie immer, bis gleich, ne?